herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, was es spielt im Hintergrund. Deswegen hört ihr ein paar Geräusche. Heute wird der zweite Welpe abgeholt. Gestern ist der Maro schon abgeholt worden und in seine neue Familie umgezogen. Und heute geht der Carlo. In einer Dreiviertelstunde kommen die neuen Besitzer. Und ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen. Also ich habe ein bisschen aufräumen. Genau, ich zeige euch mal das Chaos ein bisschen. Hier schlafen die Hunde. Jason schläft um diese Zeit so gerne am Fenster. Und dadurch, dass hier der Spielbereich von Lotta ist, liegt er immer auf diesem Spielbereich. Und wir haben jetzt neue Teppiche bestellt, weil die Welpen jetzt die Teppiche völlig kaputt gemacht haben. Die haben das oft drauf gepinkelt und auch angefressen, dass wir jetzt neue Teppiche bestellt haben. Und dieses Welpengehege kommt ja weg. Bist du aufgestanden, Carlo? Genau, das Welpengehege kommen wir dann weg, sobald die Welpen weg sind. Und dann legen wir die ganzen Sachen von Lotta darüber. Und dann kann der Jason hier liegen. Und die Lotta ist wach. Dann holen wir sie mal. Deine Maus, bist du wach? Bist du wach? Hast du gut geschlafen? Ja, dein Fuß. Schieb mal dich mal ins Wohnzimmer. Oh, meine Maus. Hast du gut geschlafen? Ja? Da drin hast du geschlafen. Wo ist dein Schnulli? Da. Brauchst du den noch? Nein. Okay. Ja, gut. Dann können wir jetzt ja saugen. Die Welpenmappe muss ich noch fertig machen. Das ist eine Sache in der Küche gewesen. So, Lotta, setz dich mal hin. Gell? Super. Der Carlo kommt nachher. Bibi. Ja, was ist los, kleine Maus? Was ist los? Hallo. Du, die Kamera. Die kann ich nirgends hier abstellen, wenn ich vloggen will, weil Lotta immer die Kamera mir klaut. Willst du was trinken? Mama muss jetzt kurz die Welpenmappe fertig machen. Warte mal nur kurz, bis Papa fertig gespielt hat, oder was machen wir jetzt? Hilfst du mir? Dann machen wir die Welpenmappe fertig. Wir geben immer so eine Welpenmappe hier den Besitzern. Da sind so Fotos und verschiedene Texte drin. Auch einmal ein Foto von der Kimber und von dem Rüden. So, jetzt ist hier sauber aufgeräumt und ich bin umgezogen, aber der Welpe ist auch schon wieder weg. Also der Carlo wurde jetzt gerade abgeholt und fährt jetzt nach Hessen. Also er bleibt jetzt nicht im Baden-Württemberg, sondern er geht nach Hessen. Oh, Lotta, was hast denn du schon wieder erwischt? Ein Blatt? Ich finde auch alles auf dem Boden. Gut, die anderen zwei Welpen, die schlafen gerade in der Box. Da schlaft ihr zwei. Und die Abby muss danach schauen. Die Abby muss immer schauen. Und die Kimber guckt auch. Hallo Elvis. Was machst du? Kommst du raus? Hallo Elvis. Was machst du, Kimber, mit der Bedora? Lotta, stopp! Nein, am Wasser spielen wir nicht rum. Lotta! Komm, wir gehen da raus. Komm! Komm! Laufen ist noch viel cooler als mit Wasser spielen. Komm! Komm! Komm mit raus, komm, nein, 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 nein. Schau, wir laufen jetzt zusammen darüber. Heb dich hier fest. Du bist mir so eine kleine Maus. Da, heb dich da fest. Super, dann macht Mama jetzt das Gitter hier zu. Geschafft, jetzt kann die Lotta nicht mehr zum Wasser. Gut.
Ja, ich habe gerade ein Dennette-Rezept aus dem Internet rausgesucht. Ah, hier ist ein bisschen dunkel. Ist echt rückwärts laufen. Ja, Leute, ich sehe dich. Und wir machen jetzt Dennette. Zuerst muss ich die Küche sauber machen. Und wenn die Küche dann sauber ist, dann nehme ich euch wieder mit. Oder wollt ihr das sehen? Nein. Braucht gerade niemand sehen. Ich nehme eigentlich nur das Essen von gestern. Gestern gab es Kürbissuppe. Und hier die Spülmaschine muss man ausräumen. Genau. Das haben wir erst nicht zu tun. Und wer kommt denn da? Wer will denn mir da helfen? Wer will mir helfen? Die kleine Lotta? Siehst du, dass ich die Spülmaschine offen habe? Hilfst du mir? Super. Super. Machen wir hier auf. Oh, die ist noch ganz nass, die Spülmaschine. Die hat irgendwie nicht richtig getrocknet. Ha? Hast du das Kochlöffel? Und zum Einräumen stelle ich die Lotta jetzt in den Lernturm, damit sie nicht die dreckigen Sachen in den Mund nimmt. Lotta, was machst du da? Was hast du gefunden? Papier. Hast du Papier gefunden? Kannst du da drin zugucken? Gell? Und die Hunde, die schauen auch zu. So, lala, Küche sauber. Und jetzt machen wir die Dennette. Dazu hole ich meine Küchenmaschine raus. Darin mache ich den Teig. Und dann hole ich mein Handy und dann die Zutaten. Mandarine essen, Lotta. Pieks, piep, piep, piep macht. Deswegen nehme ich sie jetzt in die Trage.
liebt es, in der Trage zu sein, gell? Willst du mein Bändel essen? Ja. So. Ich will sie aber auf den Rücken nehmen. Gell? Deswegen gehe ich jetzt mit meinen Fingern dazwischen. Und dann lege ich sie auf den Rücken. Sortiere die Zähne. So. Gut. Beides auf der richtigen. Ja, nicht. So, dann gehe ich mit dem Gurt. Unter den Füßen da. Hier einmal am Po entlang. Und mach hier einen Knoten. So. Der Bauchgurt, doch, der ist so lang immer. Aber das Gute bei der Lima ist, die hat hier so eine Schlaufe. Wenn man den hier verwickelt. Keine Ahnung, wo das verschwunden ist. Deswegen nehme ich jetzt hier eine Thermoskanne. Die hat nämlich, ist ziemlich gerad. Und da hat die habe ich mit Wasser gefüllt, dass es ein bisschen schwerer ist. Und dass der Teig nicht ganz so an ihr Klebe bleibt. Reiche ich das hier? So, das Essen ist fertig. Die Lotta isst schon. Und der Marcel auch. Gell, Lotta, schmeckt's? Naja, bis jetzt ist er noch nicht so ganz begeistert. Ah, doch, jetzt kommt's Geräusch. Hier ist mein Dinner mit Paprika und Schinken. Da ist die fertige. Und Marcels. Und dann habe ich noch eine restliche Paprika. So. Super, machst du das? Super. Die neueste Mode, wenn Lotta nichts will, dann schmeißt sie alles auf den Boden. Und hat so ihren Teller leer gemacht. Praktisch. So. Also jetzt ist schon abends. Jetzt haben wir schon 5:45. Ich habe gerade Milchreis auf dem Herd und den gibt es heute Abend dann zum Essen. Die Lotta räumt hier gerade den Tisch ab. Lotta! Oh, ich meine Husten. Immer wenn ich was rede, dann fange ich an mit Husten. Da ist die Lotta. Morgen gehen wir auf die Messe nach Stuttgart, auf die Babywelt. Und da freue ich mich riesig. Ich versuche die Kamera auch ein bisschen mitzunehmen. Ich hoffe mal, dass es irgendwie funktioniert, dass ich da Lust habe zu vloggen. Gucken wir mal. Ich werde auch da bei so einer Modeschau mitlaufen, von so einer Stillmode. Und ja, es wird, denke ich, ein sehr interessanter Tag werden. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend und möchte mich hiermit verabschieden. Tschüss!